Kann man hier irgendeine Tür mal von der richtigen Seite öffnen? Oder finden zumindest? Gibt's doch nicht. Okay, da ist schon wieder so ein hässlicher Schneehase. Okay, das muss ich scheinbar irgendwie anders öffnen, das Tor hier. Ich bin jetzt voll in Schussreichweite, ne? Natürlich. Öffne die Truhe. Aua. Blitzstein, okay, was gab das? Er hat sich irgendwie gebufft. Aber jetzt irgendwie nichts Schlimmeres. Okay, was gibt's denn hier jetzt so allgemein? Huch. Die flogen ein bisschen arg langsam. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Keine Ahnung, ich habe schon längst die Orientierung verloren. Hallöchen. Du bist aus auf ein Duell, oder wie? Du hältst verdammt viel aus. Hä? Ach so, das ist ein Kumpel. Wusste ich ja. Mich haben jetzt schon so oft Dings angegriffen. Da konnte ich ja nicht ahnen, dass das jetzt mein Kumpel ist und dass der jetzt in Richtung Dings rennt. Hätte ich beinahe meinen Kollegen getötet. Gut, dass er so viel aushält. Ich hoffe, der heilt sich. So, ja gut, der ist auf dem Weg jetzt zum Dings, hoffe ich. Zur Kathedrale. Schön, damit haben wir den ersten gefunden. Irgendwie, das war irgendwie ein bisschen arg merkwürdig. Dass der da einfach so rumstand. Klar, er hat mich gegrüßt, aber es... Wie oft sieht man in Dark Souls eine freundliche Seele? Muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen. Och, dass er dann noch so nebelig war. Ja, gut, okay, ansonsten hätten wir es noch weniger gesehen. Ja, trotzdem. Naja. Okay, damit öffnen wir das da. Wo führt's das denn hin? Zumindest haben wir den Weg hier unten fertig. Das ist schon mal sicher. Und können da noch tiefer gehen. Oh je. Ah ja, wie gesagt, hier sind wir fertig. Wir haben unseren Typen gefunden. Fehlen noch zwei. War ich hier hinten schon? Ich glaube nicht. Also zumindest nicht hier oben. Von dort bin ich ja ursprünglich gekommen, ja. Magiestein. Und da geht's noch rein. Okay, vielleicht finden wir gleich nochmal einen. Das wäre natürlich super. Oh, ein Leuchtfeuer. Schön. Aber da kommen wir nicht hoch. Schade. Untere Garnison. Da haben wir aber eins übersehen. Okay, das heißt, ja gut, weil da hätten wir ja nicht zwingend... Also da hätten wir nur nicht hin können, bevor man nicht Ava getötet hat. Ich habe vergessen. Wie man, wenn man so lange durchspielt, also wenn man so lange Dark Souls spielt und selten stirbt, wie man dann einfach, oder wie ich dann einfach vergesse, dass es wirklich Gegnerregeneration gibt. Oh je, jetzt sind wir hier in einer richtigen Eishöhle. Das sieht mir stark nach einem Bosskampf aus. Da will ich jetzt so mal nicht runterspringen. Mit 28.000 Seelen will ich da allgemein zwar nicht runterspringen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich käme schnell hin. Das ist sowas von Bosskampf. Ich sehe aber nur nichts. Ich gehe rein. Oh oh. Das Eis sieht brüchig aus. Fette Wal. Fette Robbe, irgendwas. Hi. Hallo, du hässliches. Es ist nicht mal eine Robbe. Oh Gott. Es ist Jabba. Ach, das ist dieser komische Wurm wie im Dings. Wie in der Irdenspitze, bloß jetzt ein Eis. Sieht trotzdem aus wie Jabba. Zumindest ein entfernter Verwandter von ihm. Oh weh. Oh weh. Okay. Gut, der mag es scheinbar nicht, wenn man in seinem Schweif hinten ist. Also, das Ding besteht ja theoretisch bloß aus Schweif, aber trotzdem. Es ist schon arg hässlich. Nein, 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 nein. Okay, er macht den Gobble. Gut. Hat funktioniert. Jo, roll dich dann nochmal. Alles klar. Ja, weil er dann so liegt. Okay, jetzt bist du aber tot. Ja, gut, Jabba war nicht schwer. Ring des Weißen Kriegers. Das war kein Weißer Krieger, das kann ich sagen. Es war alles, aber kein Weißer Krieger.
Ring des Weißen Krieges. Angriff verringern die Ausdauer des Feindes deutlich. Oh. Ring der Wächter des, Ring der Wächter von Loim Lois. Angriff senkt die Ausdauer des Feindes deutlich. Loim Lois existiert, um die tobende Flammen zu unterdrücken. Doch als die weißen Tore aufschlugen, wurde das Land kalt und leblos. Getrocknete Wurzel? Ja, aber habe ich das dann richtig verstanden, dass theoretisch mit der Ohrglätzung des Titanits, sehr schön, habe ich dann das richtig verstanden, dass theoretisch mit dieser Kälte das Chaos eingebettet wurde, theoretisch, und dass es dann nach draußen geschlagen ist und dann komplett Loim Lois vereist hat? Ist das so? Hä, und mehr ist hier nicht. Also Jabba mit seinem Ring. Achso, da, okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen arg wenig gewesen. Nein, wieso ihr? Ihr seid schlimmer als die Knochenräder. Ja, vor allem, weil sie endlos rollen. Ganz toll. Toll mit dem... Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem habe ich mehr Probleme als mit diesem hässlichen, fetten Wurm. Oh, da geht es gar nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Ich hasse die Viecher. Es sind solche schlimmen Gegner. Muss ich den Wurm nochmal töten? Ich hoffe nicht. So, welche Richtung? Dadurch. Ich hoffe, ich muss den Typen nicht nochmal aktivieren, aber ich glaube nicht. Ich wollte doch eine Menschlichkeit nehmen. Na, egal. Gerade ist nicht so dringend notwendig. Hört auf, nach mir zu schießen. Okay, ich gehe nicht die Abkürzung, weil es mein fast sicheres Ende bedeuten würde. Vor allem, wenn dann der Wurm nochmal da ist. Deswegen gehe ich da ganz gemächlich runter, töte diese beiden komischen Stachelhasen, die überhaupt nicht auf die Nerven gehen. Und naja, dann können wir weitermachen. Nein, er ist nicht mehr da, okay. Das war natürlich mit nur ein bisschen Reichweite auch deutlich einfacher, die zu töten, aber naja. Ich kann meinen Blitzspeer ausrüsten, aber bloß wegen den Viechern habe ich da jetzt auch wenig Lust drauf. Vor allem, sobald man an die rangeht, bekommt man halt schon so dermaßen viel Schaden. Das ist ja das Problem. Menschenbild wenigstens. Na, kann ich das ja wenigstens benutzen. Ich könnte es ja eigentlich auch jetzt benutzen. Das wäre eigentlich nicht schlimm, aber nee, ich mache es erst das nächste Mal. Noch habe ich genügend Leben. Also gerade noch so irgendwie. Oh Gott, es gibt hier jetzt ein Eishöhlenlabyrinth irgendwie. Da ging es nach draußen. Hier geht es irgendwie weiter in die Höhle. Ah, eine Tür, die ich vielleicht mal verbinden kann. Tatsächlich. Okay, gut. Dann haben wir wenigstens mal eine von 10 Türen verbunden. Ist ja fast schon was. Oh Gott, was bist du denn? Was seid ihr denn? Ach so, solche Riesen. Ich verstehe. Was war denn mit dem Hasen los? Und die kann ich reaktivieren, sobald sie Seelen bekommen, ne? Oder war das nicht so? Das habe ich nämlich da gesehen, ja. Die absorbieren nämlich Seelen. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, wenn ich die Halle aktiviere. Aber wieso gibt es denn hier jetzt Riesen? Also diese Art von Riesen zumindest. Und was können die? Weil die in Drangleic waren ja ganz friedlich irgendwie. Aber die wurden ja auch gezähmt. Oh Gott. Oh, das wird wehtun. Das ging eigentlich. Das war reichlich unspektakulär. Pff. Okay. Die Riesen im Schloss Drangleic wurden ja gezähmt von Dings. Von Vendrick. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das sind jetzt freie Riesen, oder wie? Zumindest halten sie extrem viel aus. Oh Gott. Die werde ich wahrscheinlich nicht töten. Also nicht mehr als einmal. Das sind zwar ganz coole Viecher, aber trotzdem halten viel zu viel aus. Da, 3200 geben dafür ganz gut Seelen. Ja, aber trotzdem, das ist mir echt nicht wert. Einer lebt, glaube ich, gerade noch. Die Hasen muss ich dann halt wirklich von den Viechern wegbringen. Und ich glaube, die anderen Riesen auch. Wie gesagt, sie machen so viel Schaden. Na,
Okay, immer noch getroffen. Wie geht das denn? Hör auf, mich zu berühren. Denk erst gar nicht dran. Okay, da lebt noch eine. Um den komme ich aber besser rum. Ich könnte es mal probieren, sie alle zu töten. Ich weiß halt nicht, was sie für eine Schwäche haben. Das ist halt kohleartiges Harz, also Feuer. Holla. Nee, gar nicht mal. Feuer macht bloß 100, also nicht mal 100 Schaden. Ja, es macht wenigstens 160. Ja, in freier Wildbahn, sage ich mal, gehen die schon irgendwie. Und 3200 Seelen gehen jetzt. Ich würde es auf keinen Fall farmen, das nicht. Davon sind sie echt ein bisschen zu anstrengend, aber naja. Gehen tun sie doch irgendwie. Sie verbrauchen halt bloß extrem viel Vräger-Schwert. Das ist halt auch so, als würde man ein bisschen auf den Stein hauen. Ist ja auch nicht arg viel anders. Glitzerndes Titanit, lasst die fallen. Wusste ich gar nicht. Dann kann ich das auch hier farmen. Interessant. Ja, wobei, die sind echt ein bisschen arg unangenehm zu farmen. Ach nee, halt, mein Schwert war schon so angeschlagen. Mein Feuerschwert war ja das Frische. Das, da war ja was. Okay, das war ein sehr schönes Rollen. Aua. Blöder Typ. Ja, wenn ich von dir nochmal ein glitzerndes Titanit bekäme, das wäre natürlich super. Gut, das habe ich einen nicht getötet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der nicht gerade irgendwas ganz besonders Tolles hielt. Da komme ich nicht hoch. Okay, gut. Dann gehen wir hier rein. Hier haben wir nochmal einen Aufzug. Ich hoffe mal, der führt jetzt nicht noch tiefer. Okay. Führt wieder nach oben. Das heißt, wir sollten ja irgendwo sein, wo wir uns wieder auskennen. Eventuell an dem hinteren Turm. Aber ist das hier verdammt riesig, muss ich sagen. Also ich glaube bisher das... Ah, wusste ich es doch. Schön. Also ich glaube bisher das größte DLC. Weil ich bin ja noch lange nicht durch. Drei von den Typen, echt jetzt... Drei normale wären in Ordnung gewesen, aber drei von denen ist echt ein bisschen anstrengend. Okay, einer ist zusammengezuckt, hat kaum mehr Leben. Das wird wehtun. Okay, ich kann die aber auch hier wieder ein bisschen auseinanderziehen. Oh Gott, die sind verdammt nah bei mir. Ha. Der kommt ziemlich nah. Okay, dann halt du. Nein, das ist nicht der Angeschlagene. Na, jetzt geht das wieder los. Wie mit den Gargoyles damals. Das Spiel, welches ist der Angeschlagene? Ich hasse es. Schlimmstes Spiel von allen. So. Du bist auch nicht der Angeschlagene. Jetzt habe ich es aber bald alle soweit. Das wird mein Ende sein. Glück gehabt. Du bist... Ja, auch noch der fast volle. Ah, das Problem ist halt echt, dass die zu schnell angreifen. Ah, Mist. Jetzt habe ich zwei, die beinahe tot sind. Eine, der noch ziemlich viel Leben hat, und zwei, die beinahe tot sind. Okay, da kann ich gleich beide angreifen. Ja, du bist tot. Okay, gut. Zwei sollten kein Problem darstellen. Aber drei sind halt echt mies. Vor allem, wenn der gerade keinen Bock mehr hat. Gut, und jetzt kommt doch der Frische. Wow. Mieser Schlag. Also das sind, glaube ich, auch echt die schwersten Gegner von allen. Also diese Wallgolems, klar, die sind auch schon anstrengend, würde ich jetzt sagen. Aber nicht so hart wie die. Okay, damit haben wir auf jeden Fall das Gebiet aber komplett abgeschlossen. Bekommen hier nochmal drei Seelen. Schon mit der Lebensstein viermal. Gefällt mir. Geborstener roter Augapfel. Gefällt mir weniger. Und Stab von Azal. Wer ist denn bitte schön Azal und wieso lässt du mir einen Stab da? Ist doch sicherlich ein Magierstab. Wieso gucke ich eigentlich? Ich will gucken, wie er aussieht. Stab von Azal. Stab von... Oder Azal. Oder keine Ahnung. Azal? Azal vielleicht. Azal hört sich auch gar nicht schlecht an. Stab von Azal, dem Weisen von Forossa. Achso. Er ist grob gefertigt, aber von der Magie des Azal durchdrungen. Er kann Zauber sehr verstärken, aber im Einsatz auch stark verringern. Aber ihren Einsatz auch stark verringern. Dieser für die Unerfahrenen geeigneten Stab ist der Beweis für Azals Talent.
Ach so, dieser für die unerfahrenen, ungeeignete Stab ist der Beweis für... Ja, okay, gut. Dann wissen wir das, dann sind wir hier durch. Ja, gut. Haben wir die unteren Baracken so ein bisschen abgeschlossen und können jetzt wieder nach oben zu dem Wall so ein bisschen dort weitermachen. Dauert ja auch überhaupt nicht lang. Wobei ich sagen muss, es sind bisher 2 Stunden erst. Ja, wir sind nicht beim Hauptboss. Es ist... Normalerweise hat es ja 2 bis 3 Stunden gedauert und dann der Hauptboss noch mit einer knappen Stunde. Von dem her, da sind wir jetzt noch nicht und also der Hauptboss ist ja das hier tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht. Wenn man davon ausgeht, dass... Ja... ich vergesse immer seinen Namen, das ist echt schade. Ich gucke auch noch mal seine Seele kurz an, dann vielleicht kann ich mir so seinen Namen merken. Von dem Plüschtiger. Ava, genau. Ava war ja ähnlich wie Elena. Sie ging eigentlich, also er und sie ging. Deswegen eigentlich ein ganz cooler Boss, aber ging. Seele von Ava, dem Diener des Weißen Königs. Jeder der 7 Bestien des Weißen Königs hatte eine spezielle Aufgabe. Ava war mit dem Schutz des Kindes der Finsternis betraut, das der König liebte. Oho. Mit dem Schutz des Kindes der Finsternis betraut. War das nicht auch schon mit Dings? Das Kind der Finsternis wohnt in diesem Turm? War das nicht auch schon die Beschreibung von dem zweiten DLC? Was hat es mit dieser Finsternis auf sich und dass er liebte? Vielleicht die Priesterin, die immer zu mir spricht. Okay, mit dem Freckerschwert. Ach nee, das ist das Feuerschwert. Hä? Das macht ja extrem wenig Schaden irgendwie. Hallo, Priesterin. Ich weiß nicht, ob es Priesterinnen sind, aber es sehen so ein bisschen aus. Entweder das oder komische Assassinen. Aber vielleicht eher Priesterin, weil ich, keine Ahnung, hier eingedrungen bin, der Nebel aufgehört habe. Okay, und die sind auch nicht anfällig gegen Feuer. Wieso mache ich dann überhaupt Feuer, wenn eh niemand Schaden von Feuer bekommt? Das ist doch, ach, keine Ahnung.